Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer weiteren Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Alexander Börsch, ich bin heute wieder euer Gastgeber und freue mich, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um die Entwicklung des Digital Health Marktes, wie er durch die Covid-19-Krise beeinflusst wird und welche Innovationen hier in Zukunft zu erwarten sind. Der Markt für Telemedizin hat durch Corona einen Schub erhalten. Persönliche medizinische Behandlung war plötzlich in vielen Fällen nicht mehr möglich, sodass Ärzte und Patienten schnell auf digitale Alternativen umsteigen mussten. Neben der Telemedizin hat die Digitalisierung in den letzten Jahren aber auch enorme Fortschritte bei Analyse- und Behandlungsmethoden erlaubt und mit Digital Health einen neuen und stark wachsenden Markt geschaffen. Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, warum Innovation im Bereich digitale Medizin und Therapie besonders ist, ob die Covid-19-Krise tatsächlich einen strukturellen Shift bewirken wird und wie die Akzeptanz von Digital Health erhöht werden kann. Wir sprechen auch über die Startup-Ökosysteme im Gesundheitsbereich in Deutschland und den USA und darüber, wie der Standort Deutschland dasteht. Mein heutiger Gast zu diesem Thema ist Konstantin Mehl. Er ist Gründer und CEO von Kaya Health. Das Startup, das seit 2016 auf dem Markt ist, bietet digitale Therapieprogramme für Menschen mit chronischen Rückenschmerzen an. Die digitalen Therapien werden von über 400.000 Menschen genutzt und von künstlicher Intelligenz unterstützt. Vor der Gründung von Kaya Health hat Konstantin den Lieferdienst Foodora gegründet. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Ich begrüße euch heute aus München und mir ist zugeschaltet aus New York Konstantin Mehl. Konstantin, herzlich willkommen beim Future Talk. Vielen Dank. Wir wollen ja heute über den Digital Health Market reden, was es für Innovationen gibt und was Covid eigentlich mit dem Markt gemacht hat und natürlich auch noch über dein eigenes Startup. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen damit starten, wie dieser Markt überhaupt aussieht. Es gibt ja viele Varianten von Digital Health. Es gibt Gesundheits-Apps, es gibt künstliche Intelligenz in der Diagnostik, es gibt Telemedizin. In Deutschland reden wir seit 10 Jahren über die digitale Versichertenkarte. Was ist für dich denn so der zentrale Faktor im Digital Health Market? Also was macht dein Unternehmen zu einem Digital Health Unternehmen? Also ich glaube, es gibt einfach extrem viele verschiedene Unterbereiche und im Endeffekt jede Firma oder jedes Startup, das irgendwas im Gesundheitsbereich verbessert durch hauptsächlich Software, würde ich mal als Digital Health Firma bezeichnen. Jetzt in den letzten Jahren ist halt vor allem Telemedizin und digitale Therapien als die zwei Fokusgebiete entstanden. Und das ist auch der Markt, in dem wir uns bewegen. Und nun ist ja der Gesundheitsmarkt ist ja durchaus ein sehr spezieller Markt. Die Kunden sind natürlich sensibler wie in anderen Branchen verständlicherweise. Was sind denn so die Besonderheiten, wenn man in diesem Gesundheitsmarkt Innovationen in den Markt reinbringt? Genau, also wir, mein Co-Founder und ich, wir hatten ja vorher eine Essenslieferplattform Foodora und sind da eben erstmal sehr selbstbewusst dann in den Gesundheitsmarkt reingegangen, nachdem wir Foodora verkauft haben und waren dann sehr überrascht, welche zusätzlichen Herausforderungen es halt gibt zu den Herausforderungen, die man eh als Startup schon jeden Tag hat. Und die großen für uns waren eigentlich einfach, dass man medizinische Evidenz braucht, also medizinische Studien, was natürlich sehr viel Zeit braucht. Speziell wenn man ein Startup ist, hat man meistens nicht so die Runway, die eine Pharmafirma vielleicht hat. Und dann das ganze Thema Datenschutz ist halt bei Medizindaten wesentlich strenger. Und der dritte Teil für uns war das Qualitätsmanagementsystem, das wir halt vom TÜV auch zertifiziert haben lassen. Und diese drei Bereiche an sich kommen halt einfach nochmal obendrauf zu den anderen Startup-Challenges, die man eh schon hat. Das sind ja, vieles davon sind ja regulatorische Themen. Gab es vom Markt her große Unterschiede tatsächlich zu deiner früheren Branche? Ja, genau. Also wie wir angefangen haben, eigentlich nicht, weil wir direkt B2C gemacht haben, weil wir gesagt haben, am Anfang wollen wir erstmal
Problem-Solution-Fit haben. Also wir wollen erstmal das Problem von Patienten lösen mit einer App und ignorieren erstmal, dass es vielleicht verschreibungspflichtig sein könnte oder dass es schlauer wäre, wenn es später mal irgendwann verschreibungspflichtig wird, um erstmal eine gute B2C-App zu entwickeln und dann zu zeigen, wir haben einen positiven medizinischen Outcome mit der App erzielt und dann im zweiten Schritt machen wir Product Market Fit, also wie genau kann es jetzt rückerstattet werden. Und deswegen in der ersten Phase war es für uns von Go-to-Market her ähnlich, im zweiten Schritt jetzt natürlich deutlich unterschiedlich mit dem Fokus auf, dass wir rückerstattet werden wollen als medizinische Leistung. Du hattest es ja gerade jetzt angesprochen, du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Branche, wo du ja schon ein sehr erfolgreiches Startup gegründet und dann auch verkauft hattest. Wie bist du jetzt eigentlich in diese Gesundheitsbranche gekommen? Was hat dich motiviert, jetzt Kaya Health zu gründen? Also die gleiche Motivation, die mich motiviert hat, Foodora zu gründen. Es geht immer um ein persönliches Problem oder Herausforderungen, die ich in meinem Leben habe, weil ich immer denke, wenn ich damit ein großes Problem habe, gibt es sicher auch viele andere Menschen, die ein Problem haben, weil ich mich als ziemlich durchschnittlicher Konsument sehe, was durchaus einen Vorteil hat. Ich hatte eben chronische Rückenschmerzen, als ich in den USA studiert habe und habe dann versucht, hier eine Lösung zu finden. Und das hat mich eben sehr überrascht, dass es für eine eher einfachere Krankheit. Ich fand eben damals, Rückenschmerzen hört sich doch einfach an, hat irgendwie jeder und man denkt, man bekommt schnell eine Lösung. Aber bei chronischen Rückenschmerzen ist das Gesundheitssystem eher schlecht in eine Lösung finden für Patienten. Und das habe ich damals dann eben am eigenen Leib gemerkt und dachte mir, das kann man sicher wesentlich verbessern, indem man die Goldstandard-Therapie, nämlich die multimodale Schmerztherapie, digitalisiert. Und genau, die multimodale Schmerztherapie ist eine Therapie, die man normal 4 Wochen an einem Schmerzzentrum macht, den ganzen Tag. Und die besteht aus 3 Bestandteilen, Physiotherapie, Psychotherapie und medizinisches Wissen. Und diese 3 Bestandteile bieten wir eben auch in der App an. Das heißt, vielleicht kannst du ein bisschen unseren Hörern erzählen, was diese App genau macht und was sie dann auch tatsächlich besonders macht. Ihr arbeitet ja auch viel mit künstlicher Intelligenz in der App. Genau, also eben die 3 Bestandteile, die ich gerade genannt habe, also Physio, Psycho und Education, wie wir es kurz nennen, bekommt der Nutzer von der App jeden Tag und zwar basierend auf dem jeweiligen Schmerzlevel oder auf den Feedback, das man gegeben hat am vorherigen Tag zum Beispiel. Das heißt, es ist eine hochpersonalisierte App. Der Vorteil davon ist, dass es sowohl leicht chronifizierte Patienten bis hin zu schwer chronifizierte verwenden können. Und der spannende technologische Aspekt ist, dass wir die Smartphone-Kamera verwenden, um in Echtzeit Feedback auf die Übungsausführung zu geben. Das heißt, man stellt sein Handy dann am Boden hin oder lehnt es gegen eine Flasche, macht die Übungen vor dem Handy und dann erfasst praktisch die Handykamera die Bewegungen, die man macht und gibt in Echtzeit dann visuelles Feedback auf dem Display, aber auch Audio-Feedback. Das heißt, man muss gar nicht aufs Handy schauen. Und das unser Ziel ist eben, von der Nutzererfahrung, dass wir sehr nah an die Interaktion hinkommen, die man normal mit den Physiotherapeuten hätte. Und der Vorteil ist eben, dass Physiotherapeuten oder generell Therapeutenstunden extrem teuer sind und man deswegen nur so 60 Minuten pro Woche bekommt. Aber wenn man eine chronische Krankheit hat, braucht man das halt jeden Tag und das bekommt halt auch kein Privatversicherter, dass man jeden Tag intensive Therapie zur Verfügung gestellt bekommt oder Zugang zu Therapeuten bekommt in dem Ausmaß, in dem es eigentlich notwendig ist. Und es gibt euch ja jetzt seit 4 oder 5 Jahren, glaube ich. Ich glaube 2016. Genau, 5 Jahre jetzt. Fünf Jahre. Und beim Startup ist ja dann immer die Frage, es gibt ja oft so einen Moment, wo man dann realisiert, dass die Idee könnte tatsächlich fliegen. Wann war das bei euch der Fall? Im Endeffekt sehr früh, nach so 3 Monaten, weil wir da schon
gesehen haben, dass die Patienten, die wir am Anfang in unserer ersten App hatten, also wir hatten sehr schnell eine App gelauncht, nach 4 Wochen, und haben dann eben gesehen, die ersten 50 User damals, glaube ich, haben eben alle eine Schmerzreduktion über die ersten 10 Therapietage schon gesehen. Und dann dachten wir halt, okay, wenn das so ein einheitliches Feedback ist, dann wird es bei 1.000 oder 10.000 oder 100.000 Nutzer halt nicht wirklich anders sein. Lass uns vielleicht mal kurz noch über die Start-up-Kulturen reden. Denn Kaya hat ja 2 Standorte, nämlich New York und München. Teilweise, glaube ich, auch wegen den unterschiedlichen Gesundheitssystemen. Aber wie erlebst du die Unterschiede jetzt als Unternehmer in der Startup-Kultur in den USA verglichen mit Deutschland? Ja, also ich glaube, das Spannendste vielleicht für die Zuhörer ist der Unterschied für deutsche oder Schweizer Startups in den USA, weil es wollen eben sehr viel Startups aus dem deutschsprachigen Raum in die USA exportieren praktisch oder expandieren. Und ich bekomme super viele Anfragen, wie man das halt genau macht, weil man hat halt ein kleines Gründerteam und ein Gründer muss halt im Endeffekt in die USA gehen. Also das ist halt meine Empfehlung immer, weil was ich oft sehe, ist, dass man einen Geschäftsführer für die USA anstellt und dann eben denkt, jetzt läuft der Laden da drüben. Und die Investoren in den USA finden das halt dann auch nicht überzeugend, wenn man in den USA eine Finanzierungsrunde raisen will und dann eben im Investment Committee mit den Investoren sitzt in New York oder in San Francisco oder in Boston und dann am Ende die halt sagen, okay, aber du bist ja jetzt eigentlich in München oder in Zürich oder wo auch immer. Das heißt, du bist ja nicht gar nicht wirklich in den USA und dann wollen amerikanische Investoren auch eher nicht investieren. Vor allem, wenn man halt sagt, dass der Hauptfokus in den USA jetzt dann sein soll und man deswegen die Runde raised. Ich denke, das ist sehr verschieden. Was sich verändert hat, ist, also generell war halt in den USA, gab es wesentlich mehr Startups oder das Startup-Umfeld war wesentlich aktiver. Und das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, stark geändert in Europa, dass es extrem viele junge Menschen jetzt gibt, die halt Startups machen, auch in meinem Freundeskreis. Viel mehr Leute jetzt nach dem ersten oder zweiten Job dann sagen, ich will jetzt doch ein Startup machen, weil es einfach, glaube ich, ein weit verbreiteter jetzt ist oder nicht mehr so verrückt ist, jetzt ein Startup in Europa zu starten, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Und wie siehst du so die Chancen für deutsche Unternehmen jetzt in deinem jetzigen Bereich, also im Digital Health Bereich? Wir werden ja wahrscheinlich in Deutschland und Europa nicht mehr die neue Suchmaschine erfinden, aber haben wir Chancen, im Digital Health Bereich eine entscheidende Rolle zu spielen? Genau, da gibt's eben wieder die 2 Antworten für die Startups, die nur in Deutschland im Moment aktiv sind und dann die auch in den USA aktiv sind. Also erstmal, um in beiden Märkten aktiv zu sein, muss man eigentlich ziemlich viel Geld raisen. Deswegen versuchen die meisten Startups erstmal in Deutschland Traction zu bekommen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Rückerstattungslage bisher sehr schwierig war. Das heißt, man musste Selektivverträge mit Versicherungen individuell schließen und die gesetzliche Grundlage für diese Selektivverträge war eher kompliziert. Das heißt, man hat nicht sehr signifikanten Umsatz bekommen können dadurch. Und jetzt gibt es eben das neue Gesetz in Deutschland, dass jetzt digitale Therapien vereinfacht rückerstatten soll. Die Schwierigkeit da ist, dass man jetzt aber die Apps dann über Ärzte verschreiben lassen muss. Und da gibt's dann eben wieder neue Fragezeichen. Also wie genau, es hat eben noch nie jemand in Deutschland bewiesen, dass es einen skalierbaren Weg gibt, wie man über Ärzte Apps verschreiben lässt. Und das ist eine Schwierigkeit, die man jetzt halt lösen muss. Und wenn das irgendwie auch gesetzlich erleichtert wird, dass man zum Beispiel Online-Marketing machen kann, wenn ein Patient in eine App kommt, die eine Therapie anbietet und man dann sagt, okay, aber bevor du jetzt anfängst mit der Therapie, musst du eben mit einem Arzt sprechen und das darf auch in der gleichen App sein. Wenn das funktioniert, juristisch in Deutschland oder in der Schweiz, dann
glaube ich sehr dran, dass wir in Deutschland einen großen Boom an Digital Health Startups sehen. Wenn nicht, dann werden sehr viele Startups, die jetzt eben ihre Firma drauf wetten, dass das Gesetz in Deutschland wirklich der große Durchbruch für sie wird, werden dann eben sehr enttäuscht und die Investoren dann eben auch. Und dann wird sich diese Welle an Startups und Investments, die sie jetzt gerade bekommen oder in den vergangenen Monaten bekommen haben, dann ja, schnell wieder abebben. Das heißt, es wird vieles jetzt von der Regulatorik abhängen? Meiner Meinung nach ja, weil also es ist im Moment eben einfach verboten, dass man halt eine Therapie in der gleichen App zum Beispiel verschreibt oder dass man mit Telemedizin, dass Kaya jetzt mit einer Telemedizinfirma tief integriert und Kaya in deren Behandlungspfad fester Bestandteil ist, das darf man gerade halt in Deutschland nicht. Das wäre aber eigentlich die logische Nutzererfahrung, dass das sich eben alles wie aus einer Hand anfühlt. Und ich habe eben Bedenken, dass wenn man jetzt Marketing eine Rückenschmerz-App in der U-Bahn macht, in München zum Beispiel, und dann sieht das einen Patienten und dann muss der Patient aber zum Arzt gehen und den Arzt überzeugen, dass der Arzt jetzt die App dem Patienten verschreiben soll, dann glaube ich, wird es schon ziemlich schwierig. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf den Markt für Digital Health gucken und was Corona eigentlich, die Corona-Krise mit dem Markt gemacht hat. Es heißt ja oft, dass es Corona die Digitalisierung beschleunigt und dass es besonders den Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen beschleunigt. Ist das etwas, was du beobachtest und ist das etwas, was ihr auch in eurem Unternehmen seht? Ja, das ist natürlich ein Riesentrend für uns. Also als Covid dann ausgebrochen ist im März, wurde eben ziemlich schnell das Gesundheitssystem darauf gerichtet, dass Covid bekämpft wird. Und was halt auch passiert ist dadurch, ist durch den Lockdown und die ganzen Restriktionen, ist das chronisch Kranke eben sehr viel schwieriger Zugang zu den Therapien oder zu Ärzten bekommen haben und deswegen die Therapien oder auch Diagnose für zu Hause, der Markt, also At-Home-Therapies und Telemedicine, extrem geboostet wurden innerhalb von einer ganz kurzen Zeit. Und das ja immer noch anhält, weil jetzt zum Beispiel in Europa gehen ja viele Städte oder Länder gerade durch eine zweite Welle von Lockdown oder zumindest sehr starken Einschränkungen. Und ich glaube, im Endeffekt bleibt der Trend auch, weil eben digitale Medizin hat eine sehr hohes Convenience-Level. Das heißt, ich kann zu Hause bleiben, ich kann von der Couch mit dem Arzt sprechen, ich muss nur wirklich zum Arzt, wenn eine Bildgebung oder tiefere Analysen notwendig sind, oder ich muss nur zum Therapeuten, wenn es eben wirklich notwendig ist. Ich glaube, dass sich die Patienten einfach an das neue Level von auch Service gewöhnen und viele Menschen eben, wenn sie krank sind, nicht noch zusätzlich irgendwo hinfahren wollen, um eine Behandlung zu bekommen, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Das heißt, es ist also für dich nicht nur etwas, was wir jetzt vorübergehend haben und was wir in der Krise haben, weil es jetzt gerade nicht anders geht, sondern es ist tatsächlich etwas, wo du sagst, es kann die normale Arztbehandlung oder den normalen therapeutischen Prozess tatsächlich auch zum gewissen Teil oder vielleicht sogar zum hohen Teil ersetzen. Auch sollten wir dann mal eine Impfung haben. Ja, und ich denke, also das ist so ein, wenn man mehr ins Detail taucht, dann sieht man halt auch, dass die guten digitalen Therapien nie versuchen, am Gesundheitssystem vorbeizuarbeiten, sondern perfekt mit den Ärzten und Therapeuten integrieren wollen. Und das ist auch das, was wir, an dem, was wir jetzt arbeiten, ist halt zu sagen, an welchem Punkt macht es am meisten Sinn, dass ein Arzt reinkommt und mit den Patienten redet? Und welche Informationen braucht der Arzt zu welchem Zeitpunkt, um die möglichst beste Diagnose oder Folgetherapie zu verschreiben? Und das ist halt ein super spannender Markt und es kommen auch sehr viele Therapeuten auf uns zu, die sagen, hey, können wir nicht irgendwie zusammenarbeiten, weil meine Patienten, die sehe ich nur 5-mal und danach höre ich nichts mehr von ihnen und weiß auch nicht, ob sie weiterhin Therapie machen und ob es ihnen dann besser geht.
und ich kann auch nicht mehr mit ihnen interagieren. Und ich glaube, da gibt's halt unglaublich viele Innovationsmöglichkeiten in den nächsten Jahren, wie man genau das optimiert. Also wann ein Patient ein Medical Professional, also egal ob es ein Arzt oder ein Therapeut ist oder eine Krankenschwester ist, sehen und wann sie dann in der App zum Beispiel Therapien machen, und wie genau das qualitative Feedback bei den automatisierten Therapien dann funktioniert. Siehst du denn da aktuell Unterschiede in der Akzeptanz von Telemedizin, also jetzt sagen wir mal Ärzte und Patienten, zwischen Deutschland und Amerika? Ich meine, zumindest so vom allgemeinen Image her gelten Deutsche ja nicht unbedingt als völlig technikaffin. Ja, ich glaube, also in USA ist das ganze, die ganze Digital Health Industrie schon wesentlich älter und reifer als in Deutschland. Das heißt, alle großen Versicherungen und Unternehmen hier haben schon viele Digital Health Lösungen eingebunden und wissen, wie man Patienten in die Lösungen bekommt. In Deutschland ist das eher noch in den Kinderschuhen, aber durch die neuen Gesetze und auch durch Covid ist halt einfach eine Situation, in der man dann keine andere Wahl mehr hat, als darauf umzusatteln, weil die Alternative ist dann nur keine Behandlung anzubieten, und das, glaube ich, will keiner. Und das haben ja auch sehr viele Startups in Deutschland, also vor allem im Telemedizinbereich, große Traction-Zahlen jetzt in den letzten Monaten gezeigt. Und ich glaube, deutsche Nutzer wollen auch ein höheres Grad an Convenience. Ich glaube, nur der kleine Schubser, dass man halt jetzt das mal ausprobiert, war vielleicht auch ganz gut. Auch vor Covid haben wir gesehen in B2C-Marketing, dass wenn man eben eine chronische Krankheit hat, dann sucht man händeringend nach einer Lösung. Und wenn es die eben im App Store gibt, dann ist das natürlich extrem schön, ne? Weil man dann nicht durch ganz viele schlechtere Therapien oder unglücklichere Ärzte-Erfahrungen durchgehen muss, wie ich zum Beispiel in meiner Zeit in den USA musste als Patient. Du hast ja gerade angesprochen, dass auch vieles an neuen Innovationen jetzt gerade in der Pipeline ist für den Digital Health Markt. Was sind denn so für dich so diese digitalen Innovationen, die so die nächsten 5 Jahre prägen werden in diesem Markt? Ja, genau. Also eine Sache ist eben, dass sich digitale Therapiefirmen von der Point Solution, also von der Lösung, dass wir eine Krankheit eben angehen, dahin entwickeln, dass sie mehr eine Plattform werden, das heißt mehrere Krankheiten oder die großen chronischen Krankheiten therapieren können. Ich glaube, das ist ein Trend. Und der andere Trend ist, wenn man innerhalb einer Krankheit bleibt, dass man eben wesentlich tiefer sich mit der Standard of Care, also mit der Therapie oder mit dem medizinischen Behandlungspfad, den es heute eben gibt, sehr viel tiefer integriert. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit zu schauen oder zu überlegen, wann man mit Ärzten, also wann Ärzte auch wirklich hilfreich sein können und wollen und mit welcher Informationslage, oder wie man das auch integriert mit Medikamenteneinnahme. Aber bei manchen Krankheiten muss man halt doch noch Medikamente nehmen. Das ist bei uns zum Beispiel so mit unserer zweiten Therapie, die wir gestartet haben gegen COPD, also Raucherasthma. Da müssen die Patienten eben auch einen COPD-Asthma-Spray nehmen. Und dann ist es eben spannend rauszufinden, wie hilft man den Patienten, einen Asthma-Spray richtig zu verwenden? Wie trackt man die Einnahme? Wie sieht man medizinische Outcomes basierend auf der Medikamenteneinnahme und der aktiven Therapieausführung? Und da gibt's halt auch sehr viele neue medizinische Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann, wie man Patienten eben schneller heilen kann oder zumindest ihnen erlauben kann, ein gesünderes Leben zu haben. Und gibt's irgendwelche, sagen wir mal, technischen Innovationen, die du in der nächsten Zeit siehst, die, sagen wir mal, den Markt auch nochmal verändern könnten? Ja, genau. Also eine, nur um meinen letzten Punkt anzuschließen, die große Herausforderung,
den Therapiepfad zu optimieren oder die Interaktion zwischen Technik und Ärzten oder Therapeuten zu optimieren, ist natürlich eine wunderbare Herausforderung für AI, für künstliche Intelligenz. Und ich glaube, da gibt's halt super viele spannende neue Erkenntnisse, die man da generieren kann, wie man es besser optimieren könnte. Die zweite Innovationsmöglichkeit, glaube ich, ist eben, dass alle Sensoren in den Handys, die wir mit uns rumtragen oder in der Apple Watch oder was auch immer die großen Tech-Firmen als neue Wearable rausgeben, dass sie immer mächtiger werden und tiefere Datensätze liefern. Und wir sehen das halt, weil wir viel mit Motion Tracking, also mit der Kamera vom Handy arbeiten, ist halt jetzt, wenn die neuen Handys rauskommen, da wird natürlich, die große Verbesserung ist meistens eine viel bessere Kamera. Das heißt, wir bekommen immer bessere Datensets, können immer mehr mit den Daten machen. Zum Beispiel jetzt haben wir herausgefunden, dass wir die Videodatensets eben als Biomarker verwenden können. Das heißt, um praktisch den Fortschritt von der Krankheit objektiv messen zu können, verwenden wir jetzt Motion Tracking, zum Beispiel um die Körperfunktionalität von Patienten zu messen. Das ist eben eine objektivere Kennzahl für chronische Schmerzen als die Frage an die Patienten, wie hoch sind die Schmerzen heute auf einer Skala von 0 bis 10, weil es eben sehr subjektiv ist. Okay. Das heißt, also es ist noch einiges an Innovation zu erwarten. Vielleicht als letzte Frage ist quasi die Wünsch-dir-was-Frage. Weihnachten ist ja auch nicht mehr lange hin. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du denn wünschen, damit alle diese Benefits und die Potenziale von Digital Health tatsächlich auch schnell beim Patienten und beim Bürger ankommen? Genauso, wenn wir zurückdenken, was ich ganz am Anfang vom Podcast gesagt habe, also dass es eben diese zusätzlichen Hürden für Medizin-Startups gibt im Markt, weil es natürlich eine sehr viel stärker regulierte Industrie sein muss, was auch voll okay ist, weil es ja wirklich um kranke Patienten geht. Das ist okay, aber dass man halt von politischer und regulatorischer Seite die unnötigen Barrieren, also die praktisch entwickelt wurden, um neue chemische Substanzen, also Medikamente für den Markt zuzulassen, die aber für Apps sehr schwer umsetzbar sind, dass man diese unnötigen Steine im Weg eben aus dem Weg räumt, damit halt wirklich aus dem deutschsprachigen Raum oder aus dem europäischen Raum die Startups auch einen Heimvorteil haben und sagen können, wir haben schon eine stabile Traction, stabilen Umsatz in Europa und jetzt expandieren wir in die USA, dann glaube ich halt dran, dass wirklich auch große europäische Digital Health Firmen entstehen können. Es wäre halt, glaube ich, schade, wenn die europäischen Startups dann eher frustriert aus Europa in die USA oder in andere Märkte gehen, nur weil dort diese Steine eben nicht im Weg liegen. Weil ich glaube, dann haben halt amerikanische oder lokale Startups schon den Vorteil, weil die direkt schon ihr ganzes Produkt an den jeweiligen Markt angepasst haben. Und das wäre eigentlich mein größter Wunsch, dass also die ersten politischen Bewegungen, die es in Deutschland gegeben hat mit dem neuen Gesetz, jetzt eben nicht aufhören, sondern dann halt man ein Follow-up macht und sagt, okay, wie gehen jetzt die Startups damit um, welche Probleme haben sie noch in der Skalierung und dann eben nochmal einen Push macht, um die Steine dann aus dem Weg zu räumen, damit die Startups dann auch Erfolg haben können, weil wenn diese Startups in Deutschland Erfolg haben, heißt das auch bessere Versorgung für chronisch Kranke und wenn man sich überlegt, dass 80% der Gesundheitskosten in den meisten Industrienationen für chronische Kranke ausgegeben wird, aber das aktuelle Gesundheitssystem auf akut Kranke optimiert ist, dann glaube ich, wäre das auch ein schönes Ergebnis für alle. Sehr gut, ich glaube, ein besseres Schlusswort kriegen wir nicht mehr hin. Dann möchte ich mich bedanken für das sehr spannende Gespräch und für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch, war sehr spannend und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Hörer vom Podcast auch Lust bekommen hat, in die Digital Health Industrie zu gehen oder
oder die notwendigen Entscheidungen zu machen, um uns vor allem so leichter zu machen, in dem Bereich Erfolg haben zu können. Wir wissen jetzt, dass sie sehr vielversprechend ist. Vielen Dank. Wunderbar. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du fandest diese Folge des Deloitte Future Talk genauso spannend wie ich. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie doch weiter an deine Freunde oder Geschäftskollegen. Und was ganz wichtig ist, abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine Folge. Du kannst dies auf iTunes, Spotify, SoundCloud und anderen Podcast-Apps machen. Details dazu findest du in den Shownotes, das sind die schriftlichen Informationen bei jeder Episode. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, nimm dir doch bitte eine Minute deiner Zeit und bewerte ihn auf iTunes. Dein persönliches Feedback und deine Anregungen sind uns sehr wichtig, nur so wissen wir, wie wir den Podcast noch interessanter gestalten können. Geh dafür einfach auf unsere Website oder mein LinkedIn-Profil, alle Details findest du ebenfalls in den Shownotes. Dort gibt es auch interessante zusätzliche Informationen zum heutigen Thema. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.